Ja, so eine Typen gibt's doch nicht mehr. Es gibt sie doch noch. Solche Typen und ihre Läden. In Naumburg startet unsere Erkundungstour quer durch Hessen. Mächtig in Fahrt schon früh am Morgen, Klaus Diedrich, Fahrer eines nordhessischen Tante-Emma-Ladens auf Rädern. Das blaue Markenzeichen gehört der Frischkostfirma Sauer. Heute einen Schnäherpreis, nur mal zeigen bitte. Haben wir heute einen riesen. Das ist wirklich ein Schleuderpreis. Kilo 5,99. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Danke, danke. Und die tollen lufttrockenen Würste auch nicht. Nee, gut danke. So, bin ruhig. Dankeschön. Die Stammkunden sind froh über die frische, anrollende Ware. Hier. Denn in ihrem Dorf gibt es schon lange keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Ja, ist gut. Ja. Und einmal Mehl? Ja. Bitteschön. Immer langsam. Und habt ihr Schmalz heute? Schmalz war, glaube ich. Letztes Mal hatte ich Gänseschmalz. Da, ne? Ja, bitte. 25.000 Kilometer fahren die Tante-Emma-Läden der nordhessischen Firma Sauer jährlich ab. Ein boomendes Geschäft, seitdem diese Zeiten Geschichte sind. Es wirkt wie ein Film aus dem frühen 20. Jahrhundert, ist aber noch keine 50 Jahre her. Schon damals begann das Sterben der alten, privat geführten Läden. Abwiegen nach Gramm gehörte schon bald der Vergangenheit an. Die blauen Einkaufsläden beliefern heute 300 nordhessische Dörfer. Ihr Warenlager umfasst Eier, Milchprodukte, Fleisch und Wurst, Gemüse und Obst. Bekannt wie ein bunter Hund ist Klaus Diedrich. Er liebt seinen Job, kennt fast alle seine Kunden mit Namen, weiß über unzählige Dorfgeschichten Bescheid und ist mit Leidenschaft dabei, seinen treuen alten Damen Gutes anzubieten. Immer hat er etwas Besonderes dabei. Wir haben aber wunderschönen deutschen Spargel. Ja, aber wirklich toll. Ja. Aber wirklich toll. Aus dieser Ecke. Den hat mir der Fuß ja auch, können Sie seinen Sinn brauchen. Ja, das ist richtig, aber so lange, die Schälerei steht, gefällt mir nicht. Das war hier, wo ich angefangen habe mit der Firma, so lange kenne ich die Frau wieder. Bitte schön. Das sind dieselbe Größe da, ja. Die zwei. Das wäre es eigentlich, ja. Leute. War hier nichts mehr. Ach, die Schälerei. Aber toll, Frau, hier finden Sie nochmal ein. Ja. Ja, aber toll. Ja, das klar. Ach, gut. Gut. Muss aber was, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was kostet denn der Spargel? 3 Euro. Ja, aber toll. Toll, also los, Mutter, nimm mal mit. Also 2 Päckchen brauchte ich dann, ja. Doch. Dann will ich doch mal 2 nehmen, ja. Bitte. Kriegen Sie Beute von mir, bitte? Nee, komm, geht doch, ich hab doch eine Tasche. Ja, geht das hier raus. Ja, geht. Ach, gut, gut. Wenn ich ihn verloren habe, dann sammle ich ihn innen. Ja. Also geht doch, wenn man nur geschickt verkauft. Und das tut Klaus Diedrich, der mit Leib und Seele dabei ist und für beste Qualität birgt. Schade, dass man nicht alles bei ihm kaufen kann. Kassel ist unser nächster Stopp, wo wir in Sachen Läden wie zu Großmutters Zeiten fündig werden. Ein Teegeschäft? Nein, aber Tee wird in dieser alten Drogerie auch verkauft. Außerdem alles, was man in Bad und Küche braucht. Holger Engelmohr, der studierte Mineraloge, sattelte auf Drogist um, als die Drogerie seines Vaters durch die großen Märkte einzugehen drohte. Ich brauche Handschuhe, ich brauche Seifen, ich brauche Creme. Das kriegt man alles. Und was man nicht kriegt, bestellt der Herr Engelmohr, kriegt man immer. Es waren früher 57 Drogerien in Kassel, das ist jetzt 30 Jahre her und es sind nach und nach halt immer weniger geworden. Und wie ich angefangen habe, dann vor 6 Jahren, da waren es immerhin noch 5 oder 7. Und jetzt der Letzte zu sein, ist schon eine Besonderheit. Und eine Besonderheit ist die gute persönliche Beratung. Fenster putzen wie in alten Zeiten mit Salmiakgeist. Aber nur so schräg halten. Und immer schräg halten. Wieder bis. Er weiß viel. Oder alles. Die Zehntgrafen-Drogerie ist mittlerweile über 100 Jahre alt und hat sich faltenfrei gut gehalten. Ihr Geheimtipp? Immer Sie selbst zu bleiben, statt auf jeden Modetrend abzufahren. Auch Holger Engelmohr bleibt diesem Prinzip treu.
Von klein auf kennen mich hier viele. Das heißt, also ich bin dann immer schon bekannt gewesen als der von der Drogerie. Und heute, jetzt wo ich sozusagen den Betrieb habe, kennen die mich immer noch. Und bei einigen ist es immer noch so ein Vertrauen, als wenn man so dann noch der kleine Junge von früher ist. Viele Kunden kommen von weit her, um sich vom kleinen Jungen von früher die Öxle-Grade ihrer selbstgebrauten Obstsäfte messen zu lassen. Oder auch den Säuregehalt. So, wie es früher in den Drogerien üblich war. Holger Engelmohr macht das gern und er ist stolz, der Einzige weit und breit in Kassel mit solchem Service zu sein. Geschätzt wird die Drogerie außerdem wegen ihrer vielen Kräutertees. So, und das wäre jetzt also der Schachtelhalm. Mhm. Der ist ein bisschen muffiger als Tee, aber der ist lieblicher. Dann würde ich gern von dem Brennnesseltee nehmen, Herr Engelmohr. Beste Qualität und solides Fachwissen. Da fühlt man sich aufgehoben. Eigentlich versuche ich durch so einen Spagat zwischen Moderne und der klassischen Tradition, indem man die ganzen alten Sachen hat, dann damit überleben zu können. Es ist sehr schwer, aber es macht Spaß. Nostalgisch gestimmt entdecken wir in Stauffenberg eine Fundgrube, die das Herz vor allem von VW Käfer und Bulli-Freunden höher schlagen lässt. Freaks reisen aus ganz Deutschland an, um im Volkswarenhaus Ersatzteile für ihre Oldtimer zu kaufen. Dieser Kunde stammt aus Bremen. Was braucht er? Ja, zum Beispiel die Außenspiegel für mein Baujahr 63 sind etwas anders aus, aber die brauche ich zum Beispiel. Ja, die Chromringe von den Scheinwerfern hätte ich gern neu. Dann die Gummifußmatten im Innenraum hier. Die Verkleidung generell rundherum. Nein, ja, das ist das, was mir hier so im Moment einfällt zu dem. Über 50.000 VW-Ersatzteile lagert Axel Stauber, der studierte Diplom-Ingenieur. Es war schon als Kind sozusagen so, dass ich Sachen zerlegt habe, mich für alte Dinge interessiert habe. Später habe ich angefangen, an Motorrädern und Mopeds zu schrauben. Und noch später an alten Autos. Und die Technik muss alt sein. Also so neue Technik interessiert mich weniger. Es muss so einfach alte, robuste, stabile Technik sein. Türen, Kotflügel, Kühlerhauben, Lenkräder, zu jedem VW-Typ alles original. Fast nichts, was es hier nicht gibt. Das hat sich in der Szene herumgesprochen. So, das sind diese Teile noch. Das ist praktisch, sind die beiden Rücklichtgläser. Dann habe ich hier noch einen Spiegel. Den hätte ich auch gerne noch neu, bitte. Ja, und meinst du nur den Spiegel selbst oder auch die Klemme? Nee, die Klemme bräuchte ich auch und vor allen Dingen ist mir wichtig mit dem Türscharnier hier. Ach so, du brauchst also den Arm auch, ne? Ja. Weil oft ist der ja noch im Auto drin und ist ja auch gleichzeitig der Türscharnierbolzen für... Ist auch alles ausgeschlagen. Ja. Restaurieren, nicht reparieren. Detailwissen ist darum über jeden einzelnen VW-Fahrzeugtyp gefragt. Über den Tacho, den Aschenbecher, die Chromverkleidung und über die alten Leuchten. Auch diese Kultvase, die schon seit fast 50 Jahren nicht mehr hergestellt wird, kann man kaufen. Immer begehrt, das VW-Emblem. Und was steht besonders hoch im Kurs? Haben wir hier im Regal. Das sind so Käfer-Winker aus den 50er Jahren. War im Käfer hinter der Türe montiert und ersetzte die Blinker. Also wenn man abbiegen wollte, ging praktisch der Winker hier, na, ich muss gucken, dass ich nicht kaputt mache, ging der Winker so raus, blinkte und wenn man fertig war mit Abbiegen, fiel er wieder rein. Aber es gibt noch mehr Schätze in Axel Staubers Volkswarenhaus. Sagen wir mal so richtig altes, cooles Zubehör, wie eine Uhr, die der Käfer nie serienmäßig hatte. Oder auch eine Espressomaschine für den Zigarettenanzünder. Oder so alte Radios. Das ist dann schon wirklich ein Schnäppchen und schwer zu finden. Und kostet ein Vermögen, oder wie? Kein Vermögen, aber kostet schon was. Ah ja. Versteckt in einem Schuppen warten bei Axel Stauber auch ganze VW-Käfer auf neue Besitzer. Dieser hat schon 35 Jahre auf dem Buckel. Ist aber noch topfit.
Und falls mal was fehlt, die Ersatzteile gibt es im Volkswarenhaus bestimmt. In Marburg haben wir zwei ganz besondere Läden entdeckt. Hinter dieser Fassade in der Altstadt verbirgt sich ein traditionsreicher Familienbetrieb. Die Kunsttöpferei Schneider. Bis ins Jahr 1809 reichen die Anfänge des Marburger Töpferhauses, wie es weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannt ist. Marburger Dibberchen in verschiedensten Variationen füllen die Regale. Handgefertigt aus Ton, mittlerweile in der 7. Generation von Manfred Schreiber. Altdeutsche Volkskunst nannte man früher, was an der Töpferscheibe in stundenlanger Arbeit für den Alltag entstand. Die Technik ist geblieben. Dadurch, dass ich im Prinzip die Sachen so herstelle, wie es meine Vorväter vor 100 Jahren schon gemacht haben, ist es schon eine Bewahrung der Tradition, ja. Schon als Kind habe ich immer mal ausprobiert, an der Töpferscheibe ein bisschen zu arbeiten, aber das funktioniert natürlich nicht gleich. Mit dem Malen ist das eigentlich ähnlich wie mit dem Drehen auf der Töpferscheibe. Man braucht sehr lange, um überhaupt erstmal so ein bisschen Übung und Schwung reinzubekommen. Die Marburger Dibberchen, samt und sonders Einzelstücke, sind heute beliebte Mitbringsel oder Geschenke. Töpferei hat ja in Marburg eine relativ große Geschichte, sodass um die Jahrhundertwende, also 1870 etwa, hat es in Marburg noch 30 Töpfereien gegeben, die alle das Geschirr so hergestellt haben, wie wir es heute noch machen. Freilich war es zu dem Zeitpunkt Gebrauchsgeschirr, also war jedem Haushalt zu nutzen. Und durch das Aufkommen von anderen Materialien, später Metallgeschirr, Emaille oder dann noch viel später Kunststoff, so sind die Betriebe nach und nach ausgestorben. Ausgestorben sind in Marburg viele alte Läden, die früher das historische Stadtbild prägten. Und hier? Lassen wir uns mal überraschen. Der Wahl-Marburger John Wilcoxon aus England sammelt seit Jahrzehnten seltenste Instrumente, Gefäße und Gegenstände aus den Bereichen Pharmazie und Medizin. Schnabeltassen aus Meißner Porzellan. Wie reagieren Neulinge auf dieses wissenschaftliche Antiquariat? Manchmal die kommen rein und sagen, hier, was ist das für ein Malen? Und ich erzähle, was das ist. Und dann sagen die aber, ohne Schild. Und niemand weiß. Ich, ja, aber ich bin der Einzige ohne ein Schild. Und John Wilcoxon ist auch der Einzige, nicht nur in Marburg, sondern deutschlandweit, der solche Raritäten führt. Na, sicher reißen sich die Kunden darum. Das ist eine Art von Paradox. Die haben Sehnsucht nach kleinen Lädchen und ein schnuckeliges Stadtzentrum, aber die möchten gerne nur bummeln, nicht kaufen. Das sollte sich rasch ändern, damit Adressen wie diese noch lange überdauern. Unser nächster Erkundungsstopp? Fulda. Ein Paradies der besonderen Art. Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Unglaubliche 3500 Sorten. Geschäftsinhaberin ist Gisela Leinberger. Eigentlich wollte sie eine große Schriftstellerin werden. Jetzt gehört ihre Leidenschaft diesen kleinen, feinen Dingen. Ich liebe diese Knöpfe einfach. Die vielen, vielen verschiedenen Farben, die Formen. Ja, und vor allen Dingen das Schönste ist, wenn ein Knopf aufgelegt wird auf einen Stoff und er passt dazu, als ob er dafür entworfen ist. Und das ist eine Freude für mich und auch meine beste Reklame. Hallo, was hätten Sie denn? Ich bräuchte Knöpfe. Knopf sucht Knopf. Tagtäglich bringen Kundinnen Knöpfe in der Hoffnung auf Ersatz, wenn einer, und mag er auch noch so alt sein, verloren ging. Wetten, dass Gisela Leinberger den passenden hat?
So, ich glaube, ich habe schon das Richtige für Sie. Mhm. So, da haben wir schon. Das Fuldaer Knopfparadies gibt es schon seit über 70 Jahren. Gisela Leinbergers Vater gründete das Geschäft seinerzeit. Wenig hat sich seitdem verändert. Genau das macht das Paradies so beliebt. Dass es schön familiär ist und klein und dass die Bedienungen kennen. Und ja, dass es halt schön in der Stadt liegt, sehr zentral. Und ja, es macht Spaß. Wer die Stammkundschaft nur in Fulda und Umgebung wähnt, irrt. Eine Kundin hat sich Gisela Leinberger besonders eingeprägt. Dann spricht sie und ich höre, dass sie nicht von hier ist. Und dann sage ich, woher kommen Sie denn eigentlich? Und dann sagt sie, ja, aus Zürich. Und dann sage ich, ja, wie haben Sie denn den Laden gefunden? Und dann sagt sie, ach, das hat man mir schon in Zürich erklärt, wo der Laden ist. Gern zieht sich Gisela Leinberger in ihr Büro zurück. Ihr Büro mit dem alten Schrank. Ein Schrank voller Mähseide. 1961 ging sie bei ihrem Vater in die Lehre. Als er 1986 starb, beschloss sie, das mache ich weiter. Mein Vater, dem sein Ausspruch war immer, wenn ich mal tot bin, das kann niemand halten. Aber ich habe gedacht, knie dich rein und pack's an und mach das Ganze, änders um. Und dann habe ich das eben auf mich genommen und habe dann Tag und Nacht gearbeitet. Tja, wo die Liebe hinfällt. Also die allerschönsten Knöpfe, das sind die Perlmuttknöpfe. Ich liebe Perlmutt, weil das ist ein Stück Natur. Und man kann die auch in verschiedenen Farben einfärben. Und die sehen immer wieder neu aus. Das ist also wie so eine, man kann schon sagen, wie so eine kleine Sonne. Von der Provinz in die Metropole Frankfurt. Hier ticken die Uhren wahrlich anders. Und längst vergessen ist, dass bereits in den 60er Jahren der große Verdrängungsprozess begann. Tempo statt Gemütlichkeit war angesagt. Wachstum und Moderne, das hieß sogar schon bald nach den Trümmern des Zweiten Weltkrieges Shoppen im Stil des American Way of Life. Kaufhäuser schossen in der Frankfurter Innenstadt wie Pilze aus dem Boden. Konzerne und Ketten machten sich breit. Selbstbedienung am Grabbeltisch versprach höhere Gewinne als persönliche Bedienung. Na, alles in Ordnung? In rasendem Tempo wurden Hunderte von kleinen Läden aus dem Stadtbild verdrängt. Und der zunehmende Verkehr sprach ein wichtiges Wörtchen mit auf dem Weg zum Wirtschaftswunder. Sensation 1958, man glaubt es kaum, dass es schon so lange her ist, das Main-Taunus-Zentrum. Die nordamerikanische Konsumentengewohnheit, nach Möglichkeit alles unter einem Dach einkaufen zu können, wird hier dem deutschen Verbraucher erstmals geboten. Die Verkaufsfläche umfasst 40.000 Quadratmeter. 86 konkurrierende Warenhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Selbstbedienungsläden und Dienstleistungsbetriebe sprechen den Kunden an. Inklusive Animateur, der damals schon wusste, was Erlebniseinkauf heißt. Rege sich also bitte keiner über die heutigen Verhältnisse auf. Damals bereits nahm das Unheil seinen Lauf. Zum Main-Taunus-Zentrum fährt man mit dem Auto. Für die Fahrzeuge stehen vorerst 3000 Parkplätze bereit. Täglich führen auch 70 Buslinien hierher. Die Motorisierung lenkt also den Einkauf. Und die Motorisierung jener Jahre lockte den bald bekanntesten Spanier in Frankfurts Bahnhofsviertel an. Delfino García, seines Zeichens Barbier von Sevilla. Nassrasur ist hier die Spezialität. Und was für eine. Ein feucht, heißes Tuch öffnet die Poren und die Sinne. Der indische Stammgast kann 20 Minuten Gott und die Welt vergessen. Wellness im Friseurladen.
Ja, 1960 bin ich hier nach Frankfurt gekommen. Und einen Tag später habe ich schon Arbeit gefunden. Ja, und danach habe ich ein Mädchen kennengelernt. Und es ist passiert. Ein Kind war unterwegs. Und dann haben wir geheiratet und so bin ich hier geblieben. Ursprünglich wollte ich nur eine Woche bleiben. Aus einer Woche wurde ein halbes Leben. Und immer noch führt der Barbier von Sevilla souverän die Klinge. Als Starfriseur gewann er viele Preise und sein Friseursalon war in den wilden 60er Jahren ein absoluter Szenetreff. Das gab es seit 1970. Da war ich schon der teuerste Friseur, Herrenfriseur in Deutschland. Damals hat es schon über 50 D-Mark gekostet, ein Haarschnitt von mir. Und die Kundschaft hatte Schlange gewartet, bis dran waren. Heute wird Delfino Garcia von seiner Tochter Isabella unterstützt, die allerdings ausschließlich für die weibliche Kundschaft zuständig ist. Rasur mit allem Drum und Dran ist und bleibt Männersache. Mir tut so gut, wenn ich gleich einschlafe. Zumal für feurige, maskuline Temperamente. Und jetzt? Ah, noch eine Gesichtsmassage. Wunderbar. Das ist mein Beruf. Und das habe ich immer mit Leib und Seele gemacht. Und da werde ich weitermachen, bis ich nicht mehr kann. Oder bis der Kunde mich nicht mehr haben möchte. Aber was mache ich dann danach? Ich kann doch nicht den ganzen Tag in die Bierkneipe sitzen und trinken und Skat spielen. Oder dauernd nach oben spazieren gehen. Ich kam auf die Idee, den Barbier von Sevilla zu nennen, weil das Test ist in dieser Opera und das ist weltberühmt. Und da hier in dieser Gegend so viele ausländische Mitbürger leben, es gibt so viele Sprachen. Und diese Namen verstehen in jeder Sprache. Perfekt. Und wahre Schönheit bedarf ohnehin keiner Worte. Der Barbier von Sevilla. Ein Laden, den Mann unbedingt aufsuchen sollte, solange es ihn noch gibt. Wehmütig wird einem ums Herz, wenn man an das alte Frankfurt denkt, das von kleinen, individuellen Läden nur so wimmelte. Krämerläden aller Art schmückten die Innenstadt. Und wie um die Wurst kämpfte jeder um die Kunden. In der kleinen Markthalle unserer Tage bei Ilse Schreiber geht's zwar auch um die Wurst, aber kämpfen muss die Frankfurterin um ihre Kunden nicht. Zu ihr kommen sie von alleine, reißen sich förmlich um das, was ihnen geboten wird. Nicht die berühmten dünnen Frankfurter Würstchen werden hier gewünscht. Nein, sondern mit Senf und aus Überzeugung beißt man hier in? Also meine Stammkundschaft, die wollen lieber so harte Wurst. Ne, am Stück groß, Krakauer Fleisch, gelb, Rinds, die Haut abziehen, Brötchen oder Brot dazu. Harte Wurst für echte Männer. Schon morgens früh um 9 kommen sie zu Ilse Schreiber. Und sie schmeißt den Laden seit über 25 Jahren. Nur mittags hat sie eine Hilfe. Doch nichts geht über Ilse Schreibers Intimkenntnisse. Sie weiß genau, wer welche Sorte will. Scharf oder abgezogen. Die Wurst hier bei Frau Schreiber ist die beste in Frankfurt. Und es bringt so viel Spaß, dieser Austausch, darf ich es abziehen, wie darf es sein. Und ich komme seit sehr langer Zeit und Frau Schreiber erinnert, dass ich für 2 Euro Krakauer esse. Ich komme hier regelmäßig her, ja, schon wegen ihr. So eine Typen gibt es doch nicht mehr. Ja. Ich wollte zum Beispiel Knoblauchwurst für Kinder haben. Da hatten wir Besuch, da verkaufe ich ihnen nicht. Die Kinder mögen kein Knoblauch. Wer macht denn das noch?
Ilse Schreibers Originalität spüren auch die Stammkunden aus aller Welt. Wo die Wurst alle hinkommen, das ist unwahrscheinlich. Nach Shanghai hatte ich neulich einen Kunden, der hat es mitgenommen. Oder nach Thailand habe ich Wurst verschickt. Also ich nicht, die nehmen es dann mit. Ja. Auch Japaner sind bei Frau Schreiber keine Seltenheit. Aber Frau Schreiber in Japan? Wenn auch nur im Journal einer japanischen Fluggesellschaft. Ja. Na, wenn das kein Kompliment ist. Ich freue mich, vielleicht erkennt ihr mich, wenn ich nach Japan komme, dass die Schreiberin aus der Kleinmarkthalle ist. Die ganze Welt kommt zu ihr. Nur sie bleibt, wo sie ist. Denn ich komme hier durch die Türe rein, bin den ganzen Tag hier, gehe abends wieder durch die Türe raus. Abends bin ich dann müde. Ich kann auch nicht ins Theater gehen. Die Theater ist zu früh für mich um 7:30. Ich muss ja hier noch putzen. Aber gewitzt wie sie ist, hat sie längst herausgefunden, dass der japanische Kollege vom Nachbarstand ein Connoisseur ist. Einer, der die klassische Musik liebt. Genau wie sie. Noch ist es zu früh. Erst müssen die Scheiben blitzen. Aber wenn nach Feierabend die Letzten in der Kleinmarkthalle schließen, Schatz! Dann legt fast jeden Tag Herr Tajima ein besonderes Konzert auf. Exklusiver Gast, Ilse Schreiber. Weit weg vom Tagesgeschehen philosophieren die beiden ganz im Sinne jener schönen alten Weisheit. Man kann dem Leben nicht mehr Tage, aber dem Tag mehr Leben schenken. In Frankfurt entdecken wir im Stadtteil Bonames eine Puppenklinik für Puppen aus Porzellan oder Zelluloid. Neben historischen Puppen werden vor allem alte Teddys oder Puppenstuben restauriert. Für jede Wunde gibt es das passende Pflaster. Puppendoktorin Henrike Knedel war früher Krankenschwester. Ich habe hier einen Teddybär von einer Sammlerin. Ist ein sehr schönes Stück. Man sieht ja schon, was der arme Kerl hat hier. Alle 4 Pfoten müssen gemacht werden. Dann sind die Arme hier nur mit Hand angenäht, muss wieder richtig ins Gelenk rein, dass er gedreht werden kann. Hier oben und zum Schluss, was ganz wichtig ist, eine ausgiebige Reinigung. Aus alten Stoffen von Flohmärkten oder Haushaltsauflösungen näht Henrike Knedel die Puppenkleidung, auch für Puppenstubenbewohner. Maßgeschneidert sind ihre Kreationen aus Spitzen, die bis in Großmutters Zeiten zurückreichen. Ihre ältesten Teddyfelle stammen aus den goldenen 20er Jahren. Die alten Teddys haben irgendwas immer. Das ist ja das Schöne, die sind geliebt worden. Ja, und die Liebe zeigt sich halt in den Beschädigungen. Die sind manchmal fast tot geliebt. Aber irgendwie lässt sich's retten. Auch alte Garne gehören zu den Schätzen der Puppenklinik. Vor allem aber langjährige Erfahrung. Meine Mutter hat mir schon beigebracht, keine langen Fäden. Wir durften als Kind nämlich schon helfen bei den Näharbeiten. Und das war das A und O, kurze Fäden. Später hat Henrike Knedel die Teddys ihrer 4 Kinder selbst geflickt und die Puppenkleidung genäht. Über die Jahre eignete sie sich viel historisches Fachwissen an. Die Liebe zu dem Handwerklichen, die war eigentlich schon immer da. Und da habe ich angefangen, eben unsere Sachen so in Ordnung zu bringen, mit Hilfe von meinem Mann von Anfang an. Und ja, bekannte andere Sammler sahen das auch, eure Sachen sind so schön in Ordnung. Wer macht euch das? Ja, und dann war die Geschäftsidee geboren. Zuständig für OPs in der Puppenklinik ist Ehemann Ralf Knedel, Optiker im Ruhestand. Auch er hat sich ins Restaurieren gründlich eingearbeitet und Tausende von Ersatzteilen gesammelt. Selbst abgebrochene Finger, für Ralf Knedel kein Problem. Dies ist eine Puppe, die uns zugeschickt wurde.
Sie hat entsprechende Beschädigungen hier oben an den Armen, dann hier unten an den Beinen. Das sind Aufplatzer, die durch Feuchtigkeit entstanden sind. Man kann das hier unten auch sehr deutlich sehen, dass die Oberfläche wegplatzt. Bei diesem Bein ist es dann so gewesen, dass hier sich eine Maus betätigt hat. Was häufig vorkommt, wenn Puppen auf dem Dachboden landen. Ein Klinikaufenthalt kann bis zu 14 Tage dauern. Und das ist den meisten Kunden die Sache wert. Wer nicht persönlich in den Wohnzimmerladen der Knädels kommen kann, der schickt ein Paket. Dieses stammt aus Irland. Längst hat sich in der Szene herumgesprochen, dass in Frankfurt Bonames auch noch so kaputte Puppen wieder zu einstiger Schönheit zurückfinden. Henrike und Ralf Knädel vom Frankfurter Puppenhaus wissen noch, wie man so etwas macht. Auf der Zielgeraden geht's nun nach Darmstadt. In die heimliche hessische Strickhauptstadt. So jedenfalls sieht es aus. Das öffentlich zur Schau gestellte Strickfieber. Masche für Masche uralt und doch immer wieder neu im Trend. Zwei rechts, zwei links, unter der Leitung von Brunhilde Bachmann. Stricken Sie bitte mal weiter. Bändchengarn mit Nadelstärke 12 zu stricken will gelernt sein. Die Darmstädter Wollladenbesitzerin unterrichtet gern und berät in Qualität und Farben. Da gibt's eine Kundin, die kommt sehr oft, die strickt sehr viel und lässt sich auch bunte Wolle zeigen, weil sie denkt, sie möchte mal was Buntes stricken. Aber sie geht dann immer wieder nach Hause mit einer schwarzen Wolle und das Bunte lässt sie auf der Theke liegen. Diese Dame ist noch unentschlossen, was ihre Farbentscheidung anbelangt. Lässt sich indes von den alten Strickmodenheften, die bei Frau Bachmann ausliegen, inspirieren. Denn alles kommt wieder. Übrigens, Männer waren es, die das Strickhandwerk erfunden haben. 2500 Jahre alt ist die Zunft. In seinen Mußestunden soll selbst Friedrich der Große nicht nur Querflöte gespielt, sondern auch gestrickt haben. Stricken galt einst als Wissenschaft. Das behauptet ein Frauenzimmerlexikon aus dem 18. Jahrhundert. In der Schule wird ja nicht mehr so viel Handarbeit gegeben. Wir haben aber dann Familien, wo die Großmütter dann sich der Kleinen annehmen und die häkeln und stricken lernen. Und das sind dann auch die Omas, die zu uns kommen dann. Die Älteste ist bestimmt 86 Jahre alt. Und wir haben aber auch noch mehrere, die über 80 Jahre alt sind, die auch sehr viel noch Handarbeiten machen. Bitte. Frau Bachmann, den habe ich vor einem Jahr gekauft, die Farbe. Haben Sie denn vielleicht noch einen Knäuel? Da müssen wir mal gucken. Sie ist ein bisschen lang, aber wir gucken. Mein Mann soll gucken. Mhm. So, bitteschön. Günther Bachmann arbeitet hinter den Kulissen. Kümmert sich vor allem um den Wolleversand. Sind Etikett und Farbnummer von einer Wolle noch vorhanden, dauert es meist nicht lang, bis das gefragte Knäuel unter den annähernd 1000 Sorten gefunden wird. Denn das Wolllager der Bachmanns in Darmstadt gilt als eines der größten in Deutschland und ist über ein halbes Jahrhundert alt. Na also, das ist ja die gesuchte Farbe. Genau. Bachmanns haben sogar Wolle von Firmen, die schon lange nicht mehr existieren. Oh, ist er noch da? Das ist die Klage Property. Ganz klasse. Toll. Super. Klasse. Dankeschön. So, jetzt gehen wir zur Kasse, ne? Sie war die Kompetentere. Sie hat ja schon als kleines Kind, als junges Mädchen gestrickt. Nach dem Krieg mit aufgezogenen Zuckersäcken angefangen, als es keine Wolle gab. Und sie hat da die mehr Erfahrung gehabt. Und vor allen Dingen im Handarbeitsgeschäft ist eine Frau im Stricken mehr gefragt als ein Mann. Also hat wenigstens hier die Emanzipation reiche Früchte davon getragen. Die vorletzte Station unserer nostalgischen Reise durch Hessen ist Wiesbaden mit einer besonders schönen Entdeckung. Lamelle
His master's voice, der aufmerksam lauschende Hund. Eine Fülle musikalischer Raritäten noch aus den Anfängen des Grammophons gibt es in diesem Wiesbadener Schallplattenantiquariat. Geschäftsinhaber Manfred Eisele bietet aber hauptsächlich Vinylplatten an. Über 20.000 Stück umfasst sein Repertoire. Ich bin jetzt über 40, 45 Jahre in der Schallplatte. Ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Und früher hatte ich ja auch einen ganz normalen Schallplatten-CD-Laden gehabt mit 4 oder 6 Angestellten. Das hat mir zum Schluss keinen Spaß mehr gemacht, weil einfach die Musik hat mir nicht mehr gefallen und die CD hat mir auch nicht so gut gefallen. Eine Platte klingt einfach, wenn man eine wirklich gute Anlage hat, wenn man einen guten Plattenspieler hat, einen guten Verstärker hat. Die Platte klingt absolut besser wie die CD, als die CD. Und das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Heute bin ich wirklich glücklich. Und ich habe auch übrigens habe ich in meinem Laden, wie soll ich sagen, die bessere Kundschaft. Die Leute sind zufriedener, die Leute freuen sich, von bei mir Platten zu kriegen. Bei mir mault und meckert keiner mehr. Wie früher, als sie CDs gekauft haben, da haben sie immer über die Preise gemeckert, obwohl wir sowieso nichts dran verdient haben. Und heute habe ich wirklich hier Hobby und Beruf gleichzeitig. Hunderte von Kilometern reist Manfred Eisele oft von Wiesbaden durch die deutschen Lande, um an begehrte Interpreten ranzukommen. Privatkunden aus ganz Deutschland bieten ihm alte Vinylsammlungen an. Am meisten gefragt sind Beatles und Stones. Die Erstauflagen ihrer LPs kosten um die 50, 60 Euro. Ich habe meinen Laden immer so gemacht, dass ich alle Platten, die ich kaufe, schaue ich mir unter einer Lampe an, mache die sauber und gucke also wirklich nach, ob die Platte hundertprozentig okay ist. Und es kommt manchmal vor, dass mir Leute, 5 Leute Platten bringen und dann schicke ich 3 Leute, schicke ich anschließend wieder weg und sage, nehmen Sie bitte Ihre Platten wieder mit, das kaufe ich nicht, weil einfach die Platten zu schlecht behandelt wurden. Das war auch mit ein Grund, weswegen die CD übrigens so einen großen Erfolg hatte. Die Leute sind einfach schlecht mit ihren Platten umgegangen, dann haben die Platten geknistert und geknackt und dann kam die CD und für diese Leute war die CD ein Segen. Eine der berühmtesten Vinyl-Singles ist Elvis Presleys Lachnummer von Are You Lonesome Tonight? Sind Platten wieder im Kommen? Momentan laufen die Rettungsversuche sehr, sehr gut. Die Industrie stellt schon wieder viel mehr Platten her. Es gibt Privatleute, die schon wieder Platten machen und es geht wirklich aufwärts mit der Platte. Szenenwechsel. Von der Wiesbadener Innenstadt eine gute halbe Stunde entfernt. Hier in dieser alten Backstube stellt Michael Peisker Tag für Tag Marzipankonfekt her. Nach dem Originalrezept, das über 100 Jahre alt ist. Die Zutaten? Feinstes Rosenöl, Mandeln und Zucker. Eigentlich ist Michael Peisker Chemiker. Nach dem Studium fand er aber keinen Job und lernte durch Zufall die Wiesbadener Konditorei Kurt Gehlhaar kennen. Kurz entschlossen sattelte er um, machte dort seinen Konditormeister und übernahm den traditionsreichen Betrieb. Aus dieser Teigmasse entsteht Königsberger Teekonfekt, Inbegriff von höchstem Gaumengenuss. Nicht nur für Ostburschen. Jedes Stück ein Kunstwerk. Genau das erwarten die Kunden, vor allem jene, die Gehlhaar noch von damals kennen. Und nun in Wiesbaden einkaufen. Der Königsberger an sich gehört ja immer zur aussterbenden Art, um das mal so zu sagen. Die allermeisten, die noch in Königsberg gebürtig sind, die waren natürlich damals noch Kinder. Die sind ganz erpicht auf diese Form, diesen Geschmack. Also wenn ich hieran irgendwas verändern würde, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die mich köpfen wollten. Mit solchen schweren Messingstanzen, die Michael Peisker weiter benutzt, wurden schon in der renommierten Königsberger Marzipanfabrik die Herzen ausgestochen. Na Gott, was heißt Fabrik? Fabrik, da denkt man immer an große Maschinen und sowas. Es war eine Manufaktur, wenn man das mal so sagt. Da standen Leute wie ich, nur halt entsprechend mehr, die Marzipan gestanzt haben mit genau solchen Geräten. Ja. Damals hatten die Leute, ich weiß nicht, es war eine ganz andere Kaffeekultur. Ja. Das war was Gehobeneres, sage ich mal. Damit konnte man viel mehr Geld machen. Da konnte man halt viele Leute beschäftigen damit. Bei Gehlhaar haben die großen Güter da aus Ostpreußen, die haben da eingekauft. Weihnachtsgeschenke aus Marzipan für die ganze Belegschaft, ja, und für Freunde und Verwandte und Bekannte. Und da wurden riesige Mengen Marzipan verarbeitet. Und heute, naja gut, also meine Frau und ich und 2 Angestellte, ja.
Haupterkennungsmerkmal des Königsberger Marzipans ist das sogenannte Flemmen, also Backen unter der heißen Gasflamme im Ofen. Und auch der ist noch ein Zeuge der guten alten Gelhaarzeit. 2 Minuten dauert die Prozedur, von der auch die Witwe des Königsberger Marzipankünstlers Hertha Gelhaar erzählen kann. So, hier habe ich schöne alte Kartonagen. Die waren zum Verschicken oder wenn sie einer gekauft hat, auch im Laden, nicht? Also Marzipan wurde überall hingeschickt, nach Amerika, nach Afrika, England, überall. Diese Tradition behält Michael Peisker in Wiesbaden bei. Michael Peisker liebt das alte Inventar und achtet auf höchste Qualität. Weder Konservierungsstoffe noch künstliche Aromen sind in seiner selbstgekochten Füllung aus Himbeer-Johannisbeer-Konfitüre. Einfach mal in dem alten kleinen Lädchen vorbeischauen, kosten und besser noch kaufen. Das nennt man ein Sortiment. Das ist das ungefüllte Teekonfekt. Das mit dieser Konfitüre, das ist gefülltes Teekonfekt. Das Gourmand ist gefüllt unten mit Konfitüre und dann Schokolade drauf. Sehr frisch, sehr gut. Sehr gut ist es. Also da hat sich nichts verändert, vollkommen nichts. Darf ich Ihnen auch was anbieten? Noch mit dem Marzipangeschmack auf den Lippen fahren wir in den hessischen Westerwald, unweit von Limburg. Roland Seidel vom Westerwald Geflügelfrischdienst unterwegs in den Dörfern wie sein Kollege in Nordhessen. Vor 20 Jahren zog der gebürtige Sachse in diese Gegend und baute sich eine neue Existenz auf. Und was wussten wir in der DDR, was der Westerwald ist, ne? Ab der Grenze war Schluss. So, und wo ich dann hierher gekommen bin, haben wir das alles angeguckt. Das ging ja ab Gießen, ging das ja los. Ne? Schön hügelig und so. Also das hat uns dann schon gefallen. Ne? Und wo wir dann rein sind, nach Hintermeilingen, also ich sag zur Frau, also hier können wir heimisch werden. Heimisch wurde Roland Seidel tatsächlich schnell. Und die Dorffrauen sind froh, bei ihm einkaufen zu können. Das sind Westerwälder Nudeln. Das sind die Westerwälder, die original Westerwälder. Wie viel kostet? 1,98. Ich sag, hol mir die Eier. Geschäft haben wir noch und hier, was gell? Wir brauchen an Butter. Und hol mir halt hier. Es ist prima. Punkt halb zwei ist er da. In manchen Landstrichen von Hessen gibt es nur noch in jedem dritten Dorf, wenn überhaupt, einen Laden. Tag um Tag ist Roland Seidel unterwegs. Verkauft er, was sonst wie zu Großmutters Zeiten selbstverständlich in jedem Dorf zu haben war. Eier, Wurst, Brot, Obst und Gemüse. Heute diese Tour, finde ich, ist die schönste Ecke. Ist die schönste Ecke. Einmal landschaftlich gesehen. Ich muss aber sagen, auch von den Menschen her, weil sie ihnen wirklich schön entgegenkommen, so muss ich doch sagen, ich komme den Leuten ja auch entgegen. Und man kann wirklich zufrieden sein, dass man in so einer Ecke seine Arbeit verrichten kann. Das sind 13,47. Eine schöne 50 jetzt. So soll es sein. Alle sind zufrieden. Hoffen wir, dass diese Stimmung bleibt.